Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir hier leichtes Chaos gehabt, weil uns der Achilles auf den Fersen war, beziehungsweise seine Schattenkrieger. Und wir haben den Apfel zu Aphrodite gebracht. Jetzt sehe ich hier gerade noch was, was wir hier noch einsammeln können. Das ist gut. Wir werden heute mal schauen, warum heißt das Ganze jetzt Gaias Seele? Gaia ist die Erdgöttin, das wisst ihr schon. Ist das denn mein Ziel von Aphrodite? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sollen wir die Essenz von Aphrodite in einem Gewölbe finden, beziehungsweise aus einem Gewölbe herausholen. Was wahrscheinlich hier so bläulich leuchtet oder so. Muss ich da durch? Nee, kann ich nicht. Moment, unter mir. Ach so. Ah, das sieht nicht gut aus, aber das wird es wahrscheinlich sein. So, die Frage ist jetzt, ist das offen? Ich glaube ja, ne? So. Ich und Gewölbe. Das kann schon nichts Gutes sein. Okay. Und es ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Ja, da kommt doch Freude auf. Was ist denn hier? Kann man das irgendwie anschießen oder so? Kann man das runterholen? Ups, das wollte ich nicht. Oh, Moment, das kann man benutzen. Okay. Okay, also ich schätze, man kann da nichts machen. Ich schätze, das ist einfach nur vielleicht so ein Leuchten. Vielleicht ist Hera einfach nur neidisch, weil es Herakles besser steht als ihr. So, ich hab's gesagt. Okay, da kann ich mich heilen. Reittier ist nicht verfügbar, warum auch immer ich das jetzt brauchen sollte. Okay. Ich guck jetzt schon wieder... Ah, nee, da unten leuchtet es nur. Ich guck jetzt schon wieder... Schade, dass ihr das gerade nicht sehen könnt. So nach dem Motto, was kommt jetzt hier wieder für ein Scheiß in dem Verlies? Warum leuchtet das hier so? Kann man auch nicht... Okay. Kommt das nochmal? Okay, wahrscheinlich werden die erst getriggert, wenn ich da wirklich rüberspringe. Ja, toll ausgewichen. Echt? Okay, ich bin anscheinend irgendwie vergiftet gewesen oder so, keine Ahnung. Wir müssen... Oh, ich bin es anscheinend immer noch. Ich bin mir nicht sicher. Ist das ein Samen? Oh, er ist von Aphrodites Baum. Doch Typhon hat ihn vergiftet. Also beschützt er ihre Essenz mit ihr selbst. Das ist schräg. Phoenix erkannte, dass die Samen verbrannt werden mussten, um die Luft zu reinigen. Das haben wir gerade gemacht, ja. Um die Luft zu reinigen. Also war es anscheinend wirklich Gift, ja. Okay. Ich meine, ich bin ja mal gespannt, was in diesen... Boah, spring mir hier bloß nicht runter. Was hier in diesen Gewölben so vor sich geht. Aber das sieht mir doch alles so ein bisschen... Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt schon überfordert von dem Anblick. Okay, was müssen wir hier machen? Ich komme, Aphrodite. Knöpfen wir uns diese Samen mal vor. Also, wir müssen anscheinend immer Samen verbrennen. Okay, hier unten können wir rum. Aber das ist alles, wenn ich das richtig sehe, vergiftet, oder?
Wahrscheinlich muss ich mich da als erstes draufstellen. Okay, oder auch nicht. Ich dachte jetzt, ich müsste hier hin. Das ist schlecht. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Kann man hier auch nicht hochspringen, oder was? Okay. Ich kann... Ich muss doch erst da oben drauf drücken. Kann ich da denn... Kann ich da von da oben vielleicht rüberfliegen? Ich dachte, wir können das jetzt von da aus machen. Das ist, na, ist komplett gegenüber, ne? Ach so, hier erwischt mich das gar nicht. An diesem Moment, ich bin ja auch komplett falsch jetzt gerade. Da wollte ich ja gar nicht hin. Da unten ist aber auch irgendwie eine Kugel oder so. Okay. Die Frage ist nur, was bringt uns das jetzt da vorne? Brauchen wir das Ding gar nicht hinzustellen, oder? Ich meine, wir können es mal probieren. Nein! Oh. Das ist so einfacher irgendwie. Okay, wir können es mal probieren, aber da wird nichts mit passieren. Also wenn, dann brauche ich da irgendwie eine Kugel oder irgendwas für. Nee, das geht kaputt. Ich vermute... Oh, ich vermute, dass das die Kugel da unten ist. Ach, da muss man auch nochmal... Ah, ist das, damit ich da wieder zurückkomme vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, damit mache ich es nur kaputt. Okay. Dann. Ich denke mal, da unten aktiviert man irgendwie das Feuer. Das Problem ist halt nur, ich gehe kaputt, wenn ich da hingehe. Ich meine, gut, ich kann ja nicht anders. Ich weiß nicht, ob ich da drücken kann, wenn ich hier... Drohe kaputt zu gehen. Okay, hier gehe ich anscheinend nicht kaputt. Die brauche ich auf jeden Fall hinten. Oh ne, das wollte ich jetzt nicht. Oh, was ist das? Scheiße. Komm mal hin. Oh, hin. Nein, 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 da hoch. Weiter, weiter. Geh da hoch. Oh Gott. Okay, das war schon mal nichts. Kann die auch mal da hochgehen? Hallo? Also, die Kugel haben wir schon mal gefunden. Um da rauszukommen. Das Problem ist nur... Also, beziehungsweise, um da irgendwas zu aktivieren. Das Problem ist nur, damit kann ich im Moment so nichts machen. Wäre es lieber, wenn ich erstmal hier was aktivieren könnte. Wodurch ich dann Feuer bekomme. Kann ich denn nicht direkt erstmal da hinten? Ah, Moment. Kann ich mit dem Ding da drüber springen? Das könnte ich mal ausprobieren. Was war das denn gerade? Das hörte sich an wie mein knurrender Magen oder sowas. Okay, das ist ein einfacher Sprung. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das mit Kiste schaffen. Müssten wir aber eigentlich. So. Ich verstehe nämlich, glaube ich, wo die Kiste hin muss. Oh. Eieiei. Oh, bitte, lass uns da hochkommen. Die Frage ist nur...
Weil ich mach doch die Kiste dann kaputt, oder? Uah, okay. Okay, das ist nur zum Heilen. Aber was hat sich jetzt hier getan? Tja. Eine sehr gute Frage. Da müssen wir auf jeden Fall erst später hin. Ich muss irgendwas finden, womit ich die erstmal abbrennen kann. Aber das sieht mir nicht danach aus, dass ich hier irgendwas hätte. Ach doch. Ah, wir haben jetzt die Flamme aktiviert. Ah. Oh, sehr schön. Meine Hoffnung ist doch aufgegangen. Okay, perfekt. Fast perfekt, wenn ich nicht so nah dran stehen würde. Gut. Die haben wir erstmal weg. Dann dürfte das alles hier wegmachen, ne? Oder muss ich die da hinten auch noch mal eben ausprobieren? Nein. Ach, so schwer ist das doch nie mit dem Pfeil hier. Ich denke mal, die kann ich nicht einfach so wegbrennen, oder? Nee, die kann ich nicht einfach so wegbrennen. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal versuchen, die Kugel da hochzukriegen. Wieso ist jetzt schon wieder? Ach, da hinten ist noch eine. Okay. Ah, da müssen wir dann nochmal durchschießen. Okay, okay. Verstehe. Immer wieder den gleichen Weg zurück. Etwas lästig. Zugegebenermaßen. Aber okay, bisher geht's ja noch. Was wahrscheinlich nicht allzu lange anhalten wird, aber... Naja, gut, wir müssen auf jeden Fall nach hier oben. So. Und voll ins Herz rein. Ah, okay. Dann kriegen wir schon mal das erste da oben frei. Nee. Wir schauen allerdings auch nochmal eben nach, ob wir hier irgendetwas finden. Oh, hier ist noch was. Oh. Etwas, was ich vielleicht nicht unbedingt hätte drücken sollen. Ah, eine Truhe. Sehr schön. Und ein Ambrosia haben wir. Perfekt. Okay. Dann ist die offen. Oh je. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wenn das wirklich dahin muss. Ich weiß es ja nicht, aber... Ist das hier die, ja, ne? Dann mal Feuer frei. Okay. Die andere da hinten... Die ist gesperrt, glaube ich, ne? Egal, wie ich hier stehe. Gut. Also gut ist es nicht, aber... Schon mal gut, dass wir das schon mal haben. Eros soll sich mal einkriegen. Auf dem Olymp ist nur Platz für einen von uns. Links oder rechts? Das ist jetzt hier die Frage. Da hinten leuchtet es. Also denke ich mal, wird das... Obwohl, da leuchtet es auch. Wir gehen erstmal rechts. So. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht doch eine Bonustruhe oder so ist. Da ist jetzt... Die ist noch gesperrt. Können wir wohl erstmal nichts machen, so wie es aussieht. Weil ja auch kein Feuer ist. Okay. Die Frage ist jetzt, hat das vielleicht was mit der Kiste da hinten zu tun, die ich gerade nochmal eben gesehen habe?
Und die Frage ist auch noch, wie kriegen wir das frei? Können wir hier was frei machen? Dann würden wir wahrscheinlich durchgehen können mit der Zeit. Oder können wir hier nichts frei machen? Dann haben wir ein Problem. Weil das sieht mir jetzt auch ganz danach aus. Okay. Da hinten haben wir auch nichts, ne? Da können wir runter. Kommen wir nur wieder hier aus. Ja, kommen wir nur hier aus. Das ist nur zum Heilen, ne? Ja. Wie krieg ich dich jetzt hier frei? Gibt's auch gar nichts da hinten, ne? Da geht nur die Tür auf. Wird wahrscheinlich... Ach nee, da ist ein Hebel. Moment. Den habe ich gar nicht gesehen hier. Sie soll sich dieses Krähennest von einer Frisur richten lassen. Mädchen, dein Helm macht das nicht besser. Oh oh. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall hier bleiben. Komm her. Komm her. Okay. Da ist ein Feuer. Ist hier irgendwas, was wir mit dem Feuer... Wir müssen ja eigentlich hier in die Mitte rein, ne? Probieren es mal einfach. Weil das einfach natürlich immer relativ ist. Oh. Okay, der war mal geil. Der war mal richtig geil. Okay, das ist jetzt... da können wir uns heilen. Da auch. Die sind jetzt alle aus. Die brauchen wir jetzt anscheinend nicht mehr. Okay. So, das heißt, da können wir mit einem Pfeil hoch, also nicht Pfeil, mit einem Hebel wieder rein. Wir werden wahrscheinlich wieder eingeschlossen, ne? War klar. Oh, fuck. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Mach Schaden. Boah. Die sind aber auch heftig, die Viecher. Moment, hier haben wir wieder was. Und wo müssen wir dann hin? Ja. Ach, da hinten. Okay. Oh, krumm. Ey, so schwer kann es doch nicht sein, wenn du da meterweit Abstand hältst. Oh, no? Hallo? Ich habe den in der Mitte getroffen. Wieso geht das nicht weg? Okay. Warum ging das jetzt eben nicht weg? Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Aber es ist trotzdem noch was da. Ist da noch eine drin? Ja. Ist denn hier irgendwo noch Feuer, was ich nutzen kann? Da. Weil ich glaube nicht, dass ich den Kreis so hinkriege,
von hinten da hinzufügen. Okay, perfekt. Oh, es ist so groß, man weiß gar nicht so richtig, wo man jetzt eigentlich hin muss. So, jetzt ist das Ding... Oh, ist das euer Ernst? Okay, ich dachte, der geht jetzt mal hin und her. Das wär's noch. So. Perfekt. Aber ich traue mich jetzt nicht darüber zu springen, weil das doch sehr weit ist. Deswegen gehe ich lieber den Weg wieder zurück. Wahrscheinlich kann man das. Ich bin mir nicht sicher, aber... Naja, eben aufgrund dessen, dass ich mir nicht sicher bin. Und dann wahrscheinlich da voll runterfliegen werde, werde ich jetzt hier zurückgehen. So... Und wahrscheinlich jetzt hier sterben. Das wär's noch. So, da sind wir. Das ist frei. Das heißt, wir können hier erstmal durch. Boah, es ist ja noch riesig hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt in einer Folge schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, dann seid nicht böse, wenn ich das Ganze cutte. Weil, ich weiß nicht, wie gesagt, wie lange das jetzt hier dauert, bis wir das alles haben. Also, das scheinen wir auch wieder erst später machen zu können. Okay. Da kann man durchschießen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall Feuer, also hier dieses eine Feuer. Nee, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Muss ich da? Ah, nee, okay, das wird wahrscheinlich dann erst... Kriege ich das jetzt hin? Weil eben durfte ich nicht so nah stehen. Oh ja, okay. Oh. Okay, das ist aber immer noch gesperrt. Ja, das war jetzt eigentlich doof von mir. Das ist rot, aber da unten müsste ich eigentlich reinkommen. Die Pflanze ist, wenn ich das jetzt richtig sehe... War die nicht direkt hier vorne? Ach, die Pflanze steht hier um die Ecke. Ah, okay. Das ist ja mal ganz blöd zu schießen hier. Moment. Okay. Können wir das schon mal machen? Ernsthaft? Ach so, Moment, da komme ich da rein. Die Frage ist jetzt nur, das ist so eine schwere Kugel. Die muss ich hoffentlich jetzt nicht nach links irgendwo bewegen. Weil ich die da nämlich gar nicht drüber schmeißen kann oder so. Hier ist... Ah, da, oder? Ja, doch. So, das heißt... Die ist aber immer noch nicht aktiviert. Da haben wir was zum Springen. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich dann für später erstmal interessant. Ich denke auch mal, dass wir da den Pfeil dann so durchschießen müssen. Dass der dann nach rechts geht. Aber die ist ja noch nicht freigegeben. Also können wir das eh noch nicht machen. Da können wir noch nicht rein. Und da ist jetzt gerade die Folge beendet, die ich heute hochladen möchte.
Da ich ja doch so einige Probleme hatte, technisch und gesundheitlich dann ja auch. Da oben ist noch was zum Anzünden. Ja, bin ich hier gerade quasi alles parallel am Machen. Gleichzeitig am Aufnehmen, sowie am Umwandeln und... ja, eben alles. Muss ja erstmal gucken. So. Das bewirkt jetzt genau was? Dass man, ach, dass man da hinten schießen kann. Ist das ein Frei? Ich glaube ja, oder? Eieiei. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, das sind Wurzeln. Oh. Die ich anscheinend so nicht machen kann. Aber sind die jetzt hier frei geworden? Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist auch noch, treffe ich das von da hinten oder von hier besser? Ich probiere es jetzt erstmal von hier aus. Oh. Ich glaube, so schnell komme ich dann da nicht hoch. Runter meine ich, nicht hoch. Moment, da ist noch... wo ist denn das jetzt? Das ist doch hier vorne. Ich glaube, ich muss wirklich von rechts schießen. Also ich denke mal, dass das der Grund ist, weshalb die da steht. Das Problem ist nur... soll ich das hinkriegen? Das ist das Problem. Also so schnell bin ich... boah, so schnell bin ich da doch nicht. Oh nein, hallo. Wollte doch noch gar nicht schießen. Ich muss erstmal anvisieren. Nee, also das geht definitiv nicht. Das ist definitiv zu langsam. Die Frage ist jetzt, schaffen wir es irgendwie von dieser Seite aus? Aber ich... ja, ist ja gut. Ich denke mal, dass das auch zu langsam sein wird. Und jetzt hier... nee, also das auch nicht. Und da durchschießen kann ich ja nicht. Ich probiere es mal eben so. Und prallte hier ab. Das ist richtig, richtig blöd. Also es geht definitiv um die richtige Flamme und um den richtigen Winkel. Aber wie der ist und ob ich den heute nochmal finde, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, das ist ganz weit auf der rechten Seite. Aber wenn ich das nach links mache, das, da ist die Kurve viel zu groß, oder? Von rechts werde ich auch nicht so schnell nach links reinkommen. Falls ich da überhaupt reinkomme. Ich weiß nicht, ob das offen ist. Hier ist auch noch alles zu. Ja, also das kann ich vergessen, dass ich erst nach rechts schieße und dann irgendwie da durch. Ja, und das ist definitiv zu weit weg. Die Frage ist nur, kann ich da schon drücken? Würde mich das Gift jetzt so schnell kaputt machen? Das ist jetzt noch die Frage. Dass ich vielleicht rein kann und drücken kann. Ich probiere das jetzt mal eben aus. Nein! Scheiße. Was ist das? Hilfe! Ja, dass da ein Loch war, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Also, wir schauen mal. Eben. Hier links ist auch... ah, Moment, Moment. Wir schauen mal eben. Da links ist auch... aber wie soll ich da hinkommen? Komme ich von der Seite aus da vielleicht rein? Das wäre natürlich eventuell eine Möglichkeit, wie ich dann weiterkäme.
Man muss es halt nur wissen, ne? ich weiß aber nicht, ob ich den Winkel jetzt einfach so hinkriege von hier aus. So. Da hinten ist das. Da. Okay. Bis wo kann ich dann gehen? Das müssten wir irgendwie ankriegen. Kriegen wir das irgendwie freigeschaltet? Da hinten den. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon frei schießen könnten. Mal eben gucken. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir probieren es trotzdem mal. Also es ist sicher nicht dafür gedacht, dass ich jetzt von hier aus schieße, sagen wir es mal so. Aber da war der. Der ist auf jeden Fall offen, also den könnten wir theoretisch kriegen. Und der der hat da hinten was kaputt gemacht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den anderen da auch erwische. Ich sehe den gerade von hier aus nicht so. Der war irgendwo links. Naja, für den müsste ich dann wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich mit dem anderen schießen, nehme ich mal an. Probieren wir nochmal eben aus. Wenn ich da drüber schieße und dann... Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir probieren es einfach mal. Rechts komme ich ja nicht rum. So, dann machen wir hier einen großen Bogen. Versuchen hier... Zack. Okay, das sieht gut aus. Aua. Ist der jetzt kaputt gegangen? Ich habe nämlich jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendwas... Ich meine, der leuchtet doch immer noch, oder? Nein! Oh, scheiße. Mann, diese blöden Löcher. Wenn man sich einmal drauf konzentriert... Nee, ich glaube, der leuchtet nicht mehr. Also... Okay, hier haben wir nichts. Das müssen wir freigeben. Keine Ahnung, wie wir das freigeben. Nein! Ja. Wieso macht die nicht einfach den Flug dann, wenn ich den brauche? So, mein Problem ist jetzt eher... dass die Folge jetzt langsam wirklich viel zu lange wird und ich das auch gerne mal geschafft hätte hier. Ich aber befürchte, dass es doch noch ein ganzes Stück weit dauern wird. Moment, hier ist noch was. Da brauchen wir dann auch wieder so eine Perle irgendwie für. Hm. Ich vermute mal, dass die wohl da hinten bei dem Ding rauskommt, die Perle. Aber ich muss irgendwie noch eine Möglichkeit finden, das Teil hier abzuschießen. Weil da hinten habe ich jetzt keinen Pfeil. Kann ich mit dem Pfeil irgendwie komplett rechts vorbei und dann hier einen Bogen oder so fliegen? Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde. Also ich würde sagen, dass... Ja, hiermit würde das vielleicht gehen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das probieren wir in der nächsten Folge mal aus, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache, weil sonst nimmt das wirklich überhand mit der Folge. Und ja, ich hoffe, dass wir das dann noch hinkriegen, das letzte Teil ja auch wegzumachen und irgendwie rausfinden, wie wir die zwei Dinger dann noch entsperren können. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.